Yo Leute, ich bin wieder back in the business und was das heißt, es ist Minecraft Zeit. So Leute, hier sind wir natürlich auch in einer Runde drinne. Ja Leute, ihr seht es bestimmt schon im Titel, mein schlimmster Fehler. Ja Leute, das war es auch. Ich wurde halt einfach vorgestern angeschrieben und mir wurde halt gesagt, ja hör mal Exana, du, deine Nummer wurde geleakt. Das bedeutet, meine Nummer wurde veröffentlicht. Das bedeutet, meine aktuelle Nummer, so wie ich sie jetzt habe, wurde einfach mal so auf Insta veröffentlicht. Nice. Habt ihr natürlich die ganze Zeit ausgefragt, woher du das weißt, woher meine Nummer jetzt veröffentlicht ist. Aber die letzte Nachricht war von denen halt, wie gesagt, auf Insta und hallo. Das war die letzte Nachricht, das war das Einzige, was diese Person mir überhaupt formuliert hat, beziehungsweise gesagt hat. Sehr, 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 sehr bitter und sehr, sehr traurig, finde ich. So, den haben wir. Es will dieses Thema auch jetzt nicht so deuten, dass ich halt, wie gesagt, da jetzt drum den großen Brei rede, beziehungsweise mich da halt auch nicht so hoch pushe. Ich finde halt echt schon sehr bitter, dass meine Nummer veröffentlicht worden ist. Aber Leute, jetzt mal Kopf hoch. Was soll man machen? Es kommen bestimmt jetzt so ein paar Kommentare so. Ja, hör mal du, Xana, du kannst doch deine Nummer ändern. Es geht nicht einfach mal so schnell, weil ich halt, wie gesagt, ein Vertragshandy habe und dadurch auch eine Vertragskarte. Die Vertragskarte, ich kann halt, wie gesagt, da nur meine Nummer ändern. Aber das kostet mir mal auch so eben 30 Euro. Und wer will halt jetzt schon direkt 30 Euro für die Nummeränderung machen? Dann muss ich halt da bei diesem Konto die Nummer wechseln, da die Nummer wechseln. Das ist für mich dann auch so Arbeit. Daraufhin denke ich mir halt schon, es war eine Assi-Sache. Dass ich überhaupt jemals irgendwie mal in den Livestream habe, ich wie gesagt damals, wo es halt etwas kleiner war, wollte es halt nett zu ein paar Leuten sein und wollte halt so eine Xana-Army-Gruppe machen, wo es halt Benachrichtigungen mache, wenn ich mal live bin und sowas. Ging auch für eine Zeit sehr gut. Es waren so circa 60 Leute in dieser Gruppe. Daraufhin habe ich mir so erstmal gedacht, okay, es kann wie gesagt noch besser werden und ging halt so weiter. Ich habe das jetzt nicht so heftig gemacht, ich habe halt die Leuten die Nummer gegeben, die das auch halt wollten. Ja, und unter dieser Nummer ist halt bestimmt der ein oder andere Falsche geraten, mit denen ich halt Stress habe. Und die Person hat mir wie gesagt halt ein Kreuz im Nacken gemacht. Sie hat mich halt einfach nicht angeschrieben. Sie hat halt einfach jetzt auf meinen Kommentaren nicht geantwortet mehr. Und ich daraufhin bin natürlich so ein Typ, der rastet nicht sofort aus. Andere Typen, die würden sofort ausrasten. Ich will halt daraufhin nur wissen, wer diese Nummer veröffentlicht hat. Wer überhaupt das dazu in der Lage war, sowas zu machen, weil für mich ist das eine asoziale Nummer hoch 10, Leute. Das müsst ihr, glaube ich, verstehen, dass sowas einfach unter aller Sau ist. Es ist halt echt nicht mehr normal, dass so ein Mensch das einfach so macht. GG Anderson, Leute. Habt ihr das jetzt gesehen? Er ist einfach runtergeflogen. So, Leute, das wär's mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich habe, wie gesagt, eine Bitte an euch. Wenn ihr wisst, wer diese Nummer ist, dann schreibt es mir auf jeden Fall. Wer überhaupt meine Nummer veröffentlicht hat. Sie sollte irgendwo über Insta sein. Es hat mir, wie gesagt, danach viel Zeit gegeben, um überhaupt diese Nummer rauszufinden. Ich habe aber nichts gefunden. Wenn ihr natürlich wisst, wer meine Nummer veröffentlicht hat, der kann es gerne mir auch über Insta schreiben. Würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Unterstützung gebt. Schenkt mir doch einfach mal ein Like, damit die ganze Welt davon Bescheid weiß, dass man halt mit Nummern in Online-Szene halt echt aufpassen sollte, was man da machen soll. Das war halt jetzt mein Fehler, kann es halt nichts jetzt dran ändern, muss halt wie gesagt meine Nummer wieder neu umsetzen, aber
wie gesagt, teilt einfach dieses Video, sodass auch andere Leute wissen, dass sie ein bisschen aufpassen sollen. Und dann sage ich es mal hiermit. Euch noch einen schönen Abend oder noch einen schönen Tag oder noch einen schönen Mittag. Dann sage ich mal.